der Norddeutsche. Rau wie das Meer, stürmisch wie der Wind, fein wie der Sand. Betrachtung im Wandel der Zeit. Unterstützt von www.musicfox.com. GEMA-freie Musik, kostenlos. Idee, Text, Umsetzung und am Mikrofon Heiko Janusch. Moin. Der Juni bringt uns so einiges. Mal sehen, wer es bemerkt. Update. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni 2023. Seit 3 Tagen läuft nun die Kriegsspielübung Air Defender 2023. Und ich muss sagen, hier auf der Stader Geest, da merkt man davon gar nichts. Ach ja, ich muss mich übrigens noch einmal korrigieren für gestern, für Dienstag. Ich habe gestern am Himmel durchaus Flugzeuge gesehen, allerdings ohne Auffälligkeiten. Also keine Streifen, nur Flugzeuge, die ganz oben irgendwie am Himmel flogen. Eben ganz normal. Und der Himmel gestern Abend, so zwischen, ich glaube mal so 22, 23 Uhr, der war nicht sternenklar. Also da konnte ich nichts von sehen. Das hat sich nicht bestätigt oder der Eindruck, den ich, oder die Vermutung, die ich hatte, die hat sich bis dato nicht bestätigt, dass der Himmel sternenklar ist. Mal sehen, wie es dann da weitergeht mit diesen sternenklaren Tagen, hoffe ich, die dann kommen. Heute Mittag war ich dann mit dem Hund kurz unterwegs und die da eingefangenen Eindrücke, die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten. Viel Spaß bei den Impressionen von Mittwoch, den 14. Juni. Ja, moinsen. Heute ist Mittwoch, der 14. Juni 2023. Als erstes erstmal herzlichen Glückwunsch, lieber Präsident Donald J. Trump. Er hat nämlich heute Geburtstag. Und ich glaube, bei dem schönen Wetter, was wir hier gerade haben, ist ein bisschen windig allerdings, kann man ihm durchaus gratulieren und ihm alles Gute wünschen, vor allen Dingen viel Gesundheit, denn er wird sicherlich noch gebraucht auf dieser Welt. Gerade mit dem Hund unterwegs und habe ja schon einige Bilder vom Himmel gemacht. Mal sehen, wie sich das heute Nachmittag fortsetzt. Ich melde mich später nochmal. Bis denn. Ciao. Ach ja, am dritten Tag von Air Defender 2023 habe ich hier auf der Stader Geest noch nichts bemerkt. Also es sind keine unauffälligen oder auffälligen Flugzeugbewegungen hier in irgendeiner Form zu sehen oder auch zu hören. Es ist alles relativ ruhig. Ich weiß nicht, ob es in anderen Regionen anders ist. Hier merkt man jedenfalls von dieser Übung tatsächlich aktuell nichts.
blaue Himmel und die weißen Wolken. Und vielleicht kann man es so ein bisschen erkennen. Da ist ein Flugzeug geflogen. Es hat auch einen Streifen hinterlassen, der allerdings sehr schwach zu sehen ist und sich auch schon wieder auflöst. Also ist jetzt nicht das, was ich normalerweise hier kenne, mit Streifen, die immer breiter werden und sich ausdehnen, sondern das ist hier ein recht schmaler Streifen. Es könnte auch auf alle Fälle was anderes sein als ein normaler Kondensstreifen, weil der hätte sich mit Sicherheit schon längst aufgelöst. Ja, wir beobachten mal den Tag so weiter und schauen mal, was dann noch so passiert. Wir haben es jetzt kurz vor 12 mittags. So, es ist jetzt 16 Uhr. So sieht der Himmel aus derzeit. Ich schwenke hier mal ein bisschen rum. Ihr seht das Blau, ihr seht auch die grauen Wolkenanteile dort. So, geht es weiter. Ja, es ist 4 Uhr. Hier ist der blaue Himmel, da sind die Wolken. Genau, und hier hat sich eigentlich der blaue Himmel nicht verändert. Hier sind jetzt die großen grauen Wolken. Ja, sieht doch schon eigentlich ganz gut aus. Das sind doch richtige Regenwolken. Könnte doch mal was kommen. Genau. Und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Update. Aus unterschiedlichen Richtungen wird ja gesagt, dass der Juni interessant werden könnte. Wie sagt man so schön, das pfeifen die Spatzen jetzt mittlerweile von den Dächern. Ich finde, wettermäßig ist es jetzt schon interessant, weil wir hatten so einen blauen Himmel mit solchen schönen weißen Wolken schon seit Monaten nicht mehr. Von daher bin ich mal gespannt, was passiert, wenn Air Defender 2023 vorbei ist. Vielleicht liegt dieser blaue Himmel auch an anderen Sachverhalten, aber da können wir uns dann später nochmal drüber unterhalten. Jetzt ist es auf alle Fälle 16 Uhr am 14. Juni und ich habe feststellen können, dass neben den weißen Wolken jetzt auch graue Wolken aufgetaucht sind, die hoffentlich Regen mit sich tragen. Den blauen Himmel sieht man aber immer noch. Wenn ihr auch Eindrücke habt vom Himmel, von dieser Defender-Geschichte, dann schreibt gerne in den Kommentarbereich bei YouTube etwas hinein oder schickt eine E-Mail an info@dasechtenordlicht.de. Bin mal gespannt, wie das die nächsten Tage hier noch so weitergeht. Morgen, am 15., also am Donnerstag, da bin ich in Hamburg und bin mal gespannt, ob der Himmel da auch so blau ist und die Wolken auch so schön weiß. Ich werde auf alle Fälle morgen Abend noch darüber berichten. Ansonsten wünsche ich mir für uns und für alle Menschen auf dieser Welt Frieden und Erkenntnis, damit wir in eine neue, gute Zukunft starten können. Und uns dieser ganze Wahnsinn, der uns hier umgibt, nicht mehr berührt. Das wünsche ich mir für die Menschheitsfamilie. In diesem Sinne und bis morgen, herzliche Grüße, euer Heiko.